Ahoi, ihr Landratten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Heroes of the Storm. Heute gibt es einen ganz besonderen Helden und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ihr habt es vielleicht auch schon im Titel gesehen, aber für die Leute, die es noch nicht wissen, es ist eine Art Schreckenslord, eine Art Lord der Unterwelt, ein ziemlich böser Mensch. Ja, Mensch kann man nicht unbedingt sagen, aber eine ziemlich bösartige Entität, der man vielleicht nicht unbedingt im Dunkeln begegnen möchte und die dich vielleicht auch bei lebendigem Leibe verspeisen würde. Also ich spiele lieber gern im Nexus mit Diablo und halte mich aus meinem Real Life lieber von solchen Leuten fern. Talent. So, Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zurück. So, und ich muss mal eben ganz kurz euch auf den Sound Kampf ein bisschen runterstellen, denn sonst ist das hier ein bisschen zu krass. Und wir reiten jetzt hier mit Diablo auf unserem Reitwider hier. So, was haben wir denn hier? Ein Healer. Dann haben wir hier einmal Zeratul, Arthas und Nova. Nova ist natürlich göttlich. Ich gehe einfach nochmal mit runter. Ich habe immer noch keinen Plan, welche Lines man spielt, welche Lines man wie spielt und überhaupt, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall, Diablo hat ein paar verschiedene Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sind einmal hier, Schattenstoß, fügt 50 Schaden zu, betäubt den Gegner und Ansturm, also der Gegner wird dann quasi halt, du stürmst dann auf den Gegner zu und dann hast du Feuerring, das sind Flammenwellen in alle Richtungen. Und macht halt verursacht Schaden. Und hier ist einmal unterwerfen. Dann knallst du den Held halt einmal komplett nach hinten. Was ich mal gleich demonstrieren kann. Aber das waren jetzt erstmal die Flammenwellen. Aber gegen Asmodan kämpfen ist mir jetzt echt nicht so. Ist jetzt echt nicht so meins. Aber gut, wir geben natürlich unser Bestes. Wir haben natürlich hier die besten Voraussetzungen. Mit unserem kleinen Healing hier. So, und dann wollen wir gleich mal anstürmen und dann halt direkt den Gegner da hinten ziehen. Das ist halt so das Ding. Aber das Problem ist halt, dass er dann auch noch ein bisschen weggekickt wird in der Richtung. So, hier, gewährt mehr Lebenspunkte und eine Regeneration. Wir haben nämlich noch eine passive Fähigkeit, die schwarzen Seelensteine. Und dann können wir 100 Seelen sammeln pro Leute, die wir killen. Oh. Weg. Oh, wir sind ja fast down, ey. Krass, ey. Und, die können wir mal kurz 110 Seelen pro getöteten Helden oder einen pro Diener. Für jede Seele erhält Diablo 5 maximale Lebenspunkte. Also merkt ihr schon, diese Seelen sind ziemlich wichtig bei Diablo. Und erhöht mal die Life-Rack pro Seele. Ja, das ist hier der gute Held Diablo. Und heroische Fähigkeit haben wir einmal Apokalypse. Da wird dann unter jedem Held so eine Apokalypse ausgelöst. Und dann gibt es einmal diesen so einen feurigen Atem, der dann vor ihm rauskommt. Ist beides ziemlich nice. Ein Talent. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Das scheint mir doch etwas. So, was haben wir hier? Erhöht die Reichweite vom Fem. Erhöht sämtliche Heileffekte. Machen wir mal die Reichweite. Krass. So, wir haben jetzt 25 Seelen. Das ist natürlich super. Und jetzt, Saga. Da müsste ich jetzt rankommen am besten. Also Diablo ist natürlich der Tank. Das seht ihr natürlich. Das fette Vieh ist natürlich ein Tank. Da machst du nix. Oh, scheiße, Mann, ey. Wir haben unseren Lulu verloren hier. Oder Lilly oder wie auch immer. Fuck, weg. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich jetzt vorne stehen, mitten im Kampf. Will nicht rumeiern irgendwo. Aber da ist jetzt full Party, also da brauche ich jetzt auch nicht reinlaufen. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Aber ist natürlich blöd. Ja, wenn ihr Tipps habt, wie gesagt, wenn ihr Tipps habt fürs Gameplay oder halt, ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt schon viel Erfahrung mit Heroes of the Storm habt, aber vielleicht gibt es ja schon quasi Tipps und Tricks, die man sich mal reinziehen kann. Na, ich bin natürlich auch noch in der Lernphase eigentlich. Das ist ja hier eigentlich nur so ein kleiner Charakterguide. Sagen wir mal in Bezug auf Vorstellungsrunde.
Das ist ja jetzt noch kein richtiger Guide. Das kommt vielleicht alles noch. Aber wir lernen natürlich jetzt unsere Helden auch ganz gerne mal kennen. So. Ja, Diablo ist natürlich echt ein mega krasser Tank. Die hat auch ziemlich viel HP dann natürlich mit der Seele später. Dann machen wir mal ein bisschen Action hier unten einfach. Ja, das ist natürlich der falsche. Nova kann sich natürlich doppeln. Das kennen wir ja bereits. Sehr gefährlich, dieser Nova-Charakter. Muss ich echt sagen, ey. Das ist zu krass teilweise. Okay, machen wir das hier. Erhöht die Dingens. Was gäbe es noch? Erhöht die maximale Anzahl der Seelen, aber erhöht pro Angriff dann die Abklingzeit der Fähigkeiten. Finde ich an sich ganz cool, glaube ich. Kann man ja mal machen. Kann man ja mal testen. Oh, da hinten ist natürlich ein fetter Held jetzt hier. Beziehungsweise... Oh! Was ist das denn hier? Weg, weg, weg! Ja, schade. Der macht dann immer so einen Kreis und da muss man da einfach mal rauslaufen. Das kriege ich schon meistens hin, aber manchmal kennst du es ja. So, den können wir leider nicht überschmeißen. Das wäre jetzt halt ein krasser Söldner. So, wenn wir 100 Seelen haben, dann ist das super, ey. Dann haben wir nämlich ordentlich live. Wir haben jetzt 3500. Umso mehr live, umso besser. Söldnerlager vielleicht? Zeratul? Ich hoffe, dass ihr euch beeilen könnt. Sieht doch ganz cool, ey. Alleine schaffe ich das eh nicht, ne? Ja, gut, ist jetzt natürlich das Tributamt, der Tribut ist am Start. Schaffen wir nicht, Mann, das ist echt blöd, wir sind jetzt Level 8. Müssen wir uns mal merken, dass wir das frühestens auf Level 10 oder irgendwann anfangen. Ja, das kriegen wir eh nicht. Was sehe ich hier? Ein Held hat den Kampf verlassen. Ah, Freunde, Freunde, so jetzt dürfen wir aber hier nicht verlieren. Das ist jetzt blöd. Wir wollen ja nicht immer nur verlieren. Ein unwürdiger Tribut. Ihr werdet meinen Fluch spüren. So, Ansturm ist jetzt nicht so lange. Er macht auch schon gut Damage, Diablo eigentlich. Er fliegt natürlich ordentlich weg hier. Stört. Müsste jetzt mal Ansturm machen auf den guten Asmodan. Gucken wir mal, ob wir das da hinkriegen irgendwie. Irgendwie schaffen wir das schon. Komm, komm, komm. Ah, nee, ist zu weit. Das ist alles zu weit. Wir jetzt kein Risiko eingehen. Wir dürfen ja nicht sterben hier oder sowas. Dann sind unsere ganzen Seelen nämlich weg. Das dürfen wir nicht riskieren. Wobei mir das Life hier schon wieder fast zu wenig ist alles, ey. Verteidigt unsere mein Fluch. Ja, komm schon, ey. Das war ein unnötiger Tod. Wieso? Blitzatem machen wir. 1000 Schaden. Ein Talent. So hat eine Festung zerstört. Der Gegner greift eure Zitadelle an. So, wer kommt da oben? Da habe ich doch gerade was gesehen. Ja, wir sollten uns zurückziehen, aber ich versuch's jetzt einfach mal. So, zack. So, und jetzt den Atem. Atem! Ja, super, Alter. Was war das denn, Mann? Scheiße. Ja, 7-0, das gibt's doch nicht, ey. Ja gut, alleine als Tank jetzt zu agieren, macht natürlich auch keinen Sinn. Ich muss dann jetzt mal gucken, dass ich hier mit den Damage-Dealern irgendwas mache. Dann geht das schon. Der Blitzatem finde ich ganz cool. Apokalypse habe ich schon getestet in der Vorrunde, aber ist jetzt nicht so geil. Erhöht die Reichweite, wäre doch ganz cool gleich. Oh. Ja, diese anhaltende Misere des Verlierens tut mir natürlich sehr leid.
Aber wie gesagt, das Gute ist natürlich bei Heroes of the Storm, dass wir auch trotzdem Gold kriegen, wenn wir verlieren. Und diese Söldner hier sind echt der Shit. Also da muss man echt immer aufpassen, ey. Guck dir das an, die ganze Karte rot, ey. Euer Ruhm wurde zerstört. Wenn ihr euch meine Gunst erhofft, solltet ihr euch beeilen. Oh, da oben ist jetzt die dicke, es dicke Party, Zeit, ey. Dass ihr zurückkehrt. Wird nix. Wird hier nix, Leute, das wird so nisch. Ach man, ey. Dass wir auch immer verlieren müssen, das nervt mich jetzt selber auch schon ein bisschen. Wie gesagt, es liegt teilweise auch gar nicht daran, dass wir jetzt hier den Charakter vorstellen oder nicht kennen. Da habt ihr geschrieben, hier die 2-3 Minuten, die wir hier immer vorlesen und so, sind natürlich blöd für die Runde, aber guck mal, das Ding ist einfach 9-0. Weißt du, das ist immer so. Guck mal, Tode 1, ne? Zeratul 3 Tode und so, weißt du, das ist, manchmal ist das echt schlimm hier. Ich weiß auch nicht, also. Also die Kollegen sind jetzt nicht immer gut. Komischerweise sind meine Kollegen in meinem Team meistens schlecht. Und ich bin meistens sogar der mit dem am wenigsten Tode oder so. Weißt du, das ist jetzt, heißt natürlich noch lange nicht, dass ich jetzt ein guter Spieler bin oder so, aber, ach, keine Ahnung, manchmal, weiß ich nicht, die Teams sind, oh, fuck, alter, jetzt aber, jetzt weg. Siehst du, im letzten Moment nochmal entkommen, der Atombombe. Hier ist jetzt die Action, ey. Wasserelementar greift an. Wählt ein Talent. Erhöht die Reichweite. Wer wird um meine Gunst von Schatten. So setze ich mal aufs Pony, Alter, und dann gib ihn, ey. In der Tat. Diese Welt wird ja, jetzt haben wir 100 Seelen. Wir haben jetzt 5000 Life. Das ist natürlich super, ne? Das modern hier, ey. Fuck. Scheiße, Mann. Komm. Komm jetzt aber jetzt. Fuck, ja, das ist okay, wir können das Ding auch lenken. Das habe ich jetzt überhaupt nicht. Das habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie so wahrgenommen. Komm, weg. Alter, krass, ey, dass wir das schon wieder überlebt haben, ist die Grenze an ein Wunder, Alter. Okay, den Atem kann man auch lenken. Hätte ich wissen müssen, ey, Idiot. Ist aber cool. Blitzatem gefällt mir ganz gut. 1000 Schaden ist nämlich echt, 1300 Schaden ist echt nicht wenig. Und wir haben jetzt fast 5, 6000, Alter. AP, Mann, ey. Zeratul, ja, mein Lieblingscharakter momentan, meine Lieblingsheldenklasse. Ja, Zeratul hat echt Potenzial, ey. Oh, scheiße. Wir Söldner, wir brauchen der Söldner, Mann. Der Fürst fordert seinen Tribut ein. Ja, Tribut ist natürlich klar, den was wir den brauchen, aber okay, ich komme. Gar kein Thema. Komm, hol dir doch mal eine Asmodan, ey. Okay, scheiße, jetzt sind wir da und das haben wir keine Chance alleine. Wir haben jetzt einen gekillt da gerade, aber habt ihr gesehen, ne? Ja, cool. Eure Zitadelle sind am Start. Das ist die Hauptsache hier. Ich verfluche euch. Jo, das war an sich eine schnelle Runde, wie es aussieht gleich. Aber ich finde Diablo an sich schon ganz cool. Auch, wie gesagt, das ist einer der Tanks, die ich echt spielen mag. Den Tauren mag ich zum Beispiel gar nicht so. Den habe ich auch mal angetestet. Ich weiß gar nicht, haben wir den im Video gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, aber ist jetzt eh egal. Die Flammen kehren zu Diablo zurück. Das gucken wir uns auch nochmal an kurz. Ja, das ist natürlich auch nochmal nice, ne? So ein Comeback nochmal mit 300 Schaden, Alter. Was denn? Hier keine Söldner, nix. Leute! Komm, kriegst jetzt einen vollen Zorn, Diablos, Mann, Asmodan. Ich bin der alleinige Herrscher. Ausfall.
Ja, das wäre jetzt natürlich Müll, das weiß ich natürlich auch. Naja, macht ja nix. Ab der nächsten Runde werden wir auch mal gewinnen. Das verspreche ich euch. Ja, es gibt auf jeden Fall, also ihr könnt ja mal zum Beispiel in die Kommentare schreiben, welchen Held ihr am coolsten findet, welcher euch am meisten Spaß macht oder auch zum Beispiel beim Zugucken am meisten Spaß macht. Wie gesagt, Zeratul finde ich mega nice, muss ich echt sagen. Und sonst, ja, Arthas finde ich, Arthas ist halt cool, weil Arthas ist halt so Fanboy-mäßig geil. Arthas ist einfach der Lich King, Alter, der lutscht dann den Scheiß raus aus der Frosthöhle. Aber das Ding ist einfach, zum Beispiel Asmodan und so, halt ist auch cool, Diablo-mäßig halt, aber Asmodan mag ich überhaupt nicht spielen. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, also Nova finde ich auch ziemlich cool. Nova mag ich auch ganz gerne spielen und sonst, boah, kann ich ja gar nicht sagen, ey. Aber gut, Freunde, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Episode.